Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Avel-Unpacking! Ich habe bei Avel bestellt und Leute, glaubt ihr, ich weiß nicht mal mehr, was da drin ist, weil es schon sehr, sehr lange hier bei mir rumliegt, weil ich zwischenzeitlich halt keine Zeit hatte, dann war ich ja vorher krank und irgendwie hatte ich keine Zeit, das auszupacken und ich weiß echt nicht mehr, was ich da alles bestellt habe. Glaubt ihr das? Das passiert mir sonst nie. Ich weiß immer irgendwie, was ich bestellt habe. Aber das tatsächlich nicht. Und ich möchte vorweg sagen, dass das keine Kooperation mit Avel ist, dieses Video. Ich habe gesehen, dass viele Booktuber von Avel einen Gutschein zur Verfügung gestellt bekommen haben und aufgrund dessen dann halt dieses Unpacking gedreht haben. Ich habe einfach für mich bestellt. Also ich habe keinen Avel-Gutschein oder sonst irgendwas bekommen. Nicht, dass sich irgendjemand denkt, ich sag das vorher nicht. Ich würde das natürlich sagen, wenn es so wäre, aber es ist halt nicht so. Das habe ich einfach wirklich nur für mich bestellt, weil ich gesehen habe, dass die unheimlich viele coole Sachen da hatten. Und das möchte ich auf jeden Fall mal vorweg sagen. Und dann mache ich es jetzt auf und gucke mal endlich, was da drin ist und ob alles okay ist. Wobei ich es gar nicht, glaube ich, reklamieren könnte mehr, weil es halt eben nicht wirklich sehr, sehr lange hier liegt. Ah! Och ja, jetzt leuchtet es ein. Jetzt leuchtet es mir ein, was ich bestellt habe. Und zwar habe ich bei Goldschrift gesehen, dass es einen, also sie interessiert sich für Wilhelm Brasse, den Fotografen von Auschwitz. Und sie hatte ein Buch sich bestellt, wo sie nicht darauf geachtet hat, dass es ein Kinderbuch ist. Mich hat aber genau dieses Kinderbuch angesprochen, weil ich mag nicht das Thema Zweiter Weltkrieg so sehr wissenschaftlich geschrieben und deswegen freue ich mich, dass das ein Kinderbuch ist. Und zwar Der Fotograf von Auschwitz, das Leben des Wilhelm Brasse von Rainer Engelmann geschrieben. Kostete 14,99 und ich habe, ich weiß nicht genau wie viel bezahlt. Habe ich hier eine Rechnung? Nope. Ich blende es euch irgendwo ein, was es gekostet hat. Ja, auf jeden Fall habe ich das habe ich mir das bestellt, weil ich das bei ihr gesehen habe und ich habe gesehen, oh, Avel hat das ganz günstig und da musste ich mir bestellen. Die Menschen zu retten war für ihn unmöglich. Zeugnis abzulegen, unabdingbar. Also es sollen wohl sehr, sehr krasse Bilder da von ihm gemacht worden sein und ja, ich bin sehr gespannt. Das ist natürlich ein Jugendbuch, deswegen werden wahrscheinlich nicht die krassesten Bilder hier drin sein, aber trotzdem bin ich sehr gespannt, was über den Fotografen einfach mal so ein bisschen zu erfahren und deswegen habe ich mir das gekauft. Dann habe ich mir gekauft und warum ich eigentlich bestellt habe, war diese Graphic Novel, auf die ich schon super mega gespannt bin und zwar Flughunde von Uli Lust und Marcel Bayer. Hier wird erzählt von Ende des Zweiten Weltkriegs aus der Perspektive eines fanatischen Akustikers im Dienste der Nazis und aus der Sicht einer der Töchter Goebbels. Und das fand ich mega interessant. Also es ist halt nicht die Perspektive derjenigen, die halt eben gerettet und befreit wurden, sondern es ist aus der Perspektive derjenigen, die Angst hatten davor, umgebracht zu werden, weil sie sich ihrer Schandtaten bewusst wurden. Und denjenigen, die halt eben eigentlich auf der positiven Sonnenseite des Zweiten Weltkriegs standen, wenn man das so sagen kann. Und ich finde das mega interessant. Also mich hat das total angelacht. Es ist halt ein sehr, sehr dickes Buch, also sehr, sehr dicke Graphic Novel und hat dementsprechend auch 24,99 € gekostet. Und es war mir immer zu teuer. Bei Medimobs kostete die immer noch irgendwas über 14 €. Oder 17 € sogar. Und das war mir auch zu teuer. Und da, bei Avel habe ich es jetzt ganz günstig geschossen. Also unter 10 € hat es gekostet. Was genau, blende ich euch ein. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich war so perplex, dass es das tatsächlich da gab. Und so günstig. Und ich musste das haben, weil ich schon sehr, sehr lange darauf gewartet habe. Und ich bin super gespannt auf diese Graphic Novel. Autsch! Au! Dann habe ich mir was aus dem Königskinder Verlag bestellt. Ich mag den Verlag ja sehr gerne. Da erscheinen ja immer so ein bisschen außergewöhnlichere Bücher. Und da habe ich mir bestellt Das Fieber von Makia Lucia. Oder Lucia? Keine Ahnung.
Herbst 1918. Die spanische Grippe hat Europa und weite Teile der USA bereits im Griff. Aber für Cleo ist sie weit weg. Denn dann erreicht die Seuche auch ihre Heimatstadt. Das öffentliche Leben kommt zum Stillstand. Die Zahl der Todesopfer wächst. Als der Rote Kreuz Freiwillige sucht, beschließt Cleo zu helfen. Ohne Hannah, Kate und ohne Edmund, gestern noch Fremde, waren die... Ohne Hannah, Kate und ohne Edmund, gestern noch Fremde, wäre die folgende beschwerliche Woche nicht zu ertragen. Doch wie lange werden sie verschont bleiben? Ja, klingt traurig, klingt nach einem sehr interessanten und sehr tiefgründigen Buch über das Gefühl Aufopferung oder halt eben auch, wie weit geht man, um Menschen zu helfen. Also klingt super, super interessant. Und ja, es ist ein Mängelexemplar mit einem Mängelexemplarstempel, aber ansonsten ist, wie gesagt, nichts dran. Ich finde das Cover wirklich super interessant. Es sind lauter Krankenschwestern mit Mundschutz drauf, falls ihr das nicht erkennt. Und ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Dann habe ich ein Büchlein, das habe ich umsonst bekommen, weil ich halt über einen bestimmten Betrag, ich glaube über die 33 Euro oder so gekommen bin, ich weiß gar nicht. Und da gab es das hier kostenlos und dachte ich mir, bestelle ich das mal für meine Kinder mit. Das ist in so einer Broschur. Und zwar Bitte nimm mich in die Arme von John Arrove. Also ich kenne den Autor aus einer anderen Reihe, die ich auch sehr, sehr schön finde. Und hier geht es einem um einen kleinen Igel, der halt gedrückt werden will. Ich weiß sonst nichts über diese Geschichte. Ich weiß nur, dass es eine schöne Geschichte sein soll. Ich habe halt die Rezensionen gesehen, dass es halt super süß sein soll. Die Zeichnungen gefallen mir sehr gut und ich habe jetzt halt diese Sonderausgabe im Schuber, wobei ich für die Kinder den Schuber entfernen muss, irgendwo verstecken muss, weil der wird sofort zerknickt sonst in ihrem Büchler. Aber ja, gab es halt jetzt umsonst dazu und dann habe ich mir das halt mitgenommen. Dann habe ich mir noch mitgenommen, eigentlich aus egoistischen Gründen, aber natürlich ist das dann auch für meine Kinder natürlich was. Es bleibt jetzt erhalten. Conny geht halt immer. Habe ich mir gestellt, Conny geht zum Film von Julia Böhme. Das ist jetzt bunt. Die neuesten Geschichten werden jetzt alle farblich aufgelegt. Also es sind farbige Bilder drin. Die alten Geschichten werden, glaube ich, alle neu aufgelegt mit ebenfalls in Farbe. Auf jeden Fall ab diesem Band 26, und das ist Band 26, fing es an, halt eben bunt zu werden. Und hier geht es darum, dass sie große Dreharbeiten und Statisten und alles, also es spielt alles hinter den Kulissen von einem Film. Ich interessiere mich jetzt sehr für Geschichten hinter den Kulissen und ich mag Conny-Geschichten mit meinen Kindern schauen und lesen und alles. Und ich dachte mir so, ich guck mal, wie diese Reihe für etwas Größere ist und ja... Wenn ich es jetzt durchgelesen habe, können es dann irgendwann mal deine Kinder lesen. Es wird auf jeden Fall nicht schlecht, das Buch. Und ich mag ab und zu mal gerne so ein bisschen locker flockiges Geschichte, die halt einfach mal so zwischendurch ist. Und ja, einfach Spaß machen und schnell zu lesen sind vor allen Dingen. Wenn ich halt irgendwie so ein düsteres, schweres Buch gelesen habe, wie zum Beispiel 3 Meter unter Null, dann brauche ich danach irgendwie sowas bisschen Lockeres, so ein bisschen ja, Entspannendes irgendwie so. Und dann lese ich ganz gerne halt Kinderbücher. Und da bin ich ganz froh, dass ich das jetzt habe. Und dann habe ich mir als letztes bestellt Wunderbares Punkt zu Punkt, Malbuch für Erwachsene, faszinierende Motive wie von Zauberhand entstehen lassen. Das habe ich mir bestellt für 2,99 €, das weiß ich noch, weil ich das eben voll cool fand, dass es so günstig ist. Und zwar ist es wirklich halt eben von Punkt zu Punkt malen mit ganz, ganz vielen Zahlen. Also ich sehe hier schon bis zu 300 oder bis 400. Das wird halt immer kleiner und schwieriger. Und es gibt ganz viele verschiedene Motive, die hier entstehen. Und ich dachte mir so, oftmals, wenn ich abends im Bett sitze, habe ich keine Lust auf YouTube-Videos gucken oder sonst irgendwas. Ich will aber auch nicht jetzt ein Malbuch nehmen, weil ich will schon im Bett liegen bleiben. Und da dachte ich mir so, oh, dann schnappe ich mir mal schnell einfach mal einen Bleistift und mit einem Bleistift schnell irgendwie was da machen. Das kann man halt auch im Liegen auf den Beinen. Und
Ja, und deswegen hat mich das angelächelt. Ich habe gesehen 2,99 und dann dachte ich mir so, ja, das nehme ich mit, das will ich haben. Und bin sehr gespannt, ob ich das überhaupt machen werde oder ob es wirklich, ob ich es ein Fehlkauf war und man es eigentlich dann doch nicht macht und sich einfach nur immer so darin sieht, dass man es machen wird. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich werde es sehen. Ich werde berichten, wenn ihr Interesse habt, wie es dann so vorangeht. Ja, der Karton ist leer. Es sind noch ein Lesezeichen, das übliche Arvel-Lesezeichen, den Lieferschein und ein Gutschein von tipp24.com. Brauche ich jetzt nicht, aber ja, das war's von meiner Bestellung. Ich freue mich auf alle Bücher. Ich bin ja im Moment, also was heißt im Moment? Ich bestelle ja im Moment nicht so, weil ich halt eben aus diesem Bestelltrott raus will. Aber ich war so scharf auf dieses Flughunde-Graphic Novel, dass ich es bestellen musste und irgendwie dachte ich mir so, ach komm, ich will aber keinen Versand dafür jetzt noch bezahlen. Dann gucke ich mal, was die sonst noch so von meiner Wunschliste da haben, damit ich halt eben über die 19 Euro bis zu Versandkosten frei komme. Und ja, und dann habe ich ein paar schöne Schätze gefunden und da freue ich mich drauf. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn ihr mögt. Wenn ihr irgendwas schon davon gelesen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr von den Büchern haltet und welches ich zum Beispiel, ja, welches ich zuerst lesen soll. Es ist ja eigentlich nur ein Roman dabei, so richtig. Aber ja, schreibt mir alles, was ihr mögt, in die Kommentare rein und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Lest was Schönes, kauft was Schönes und wir sehen uns bis dann. Macht's gut!